Wie Mario bereits durch Peachs E-Mail weiß, befindet sich die Prinzessin auf dem Mond. Was er allerdings noch nicht weiß, ist, dass auch das letzte Sternjuwel, das sich ja in den Händen der Crucionen befindet, ebenfalls somit auf dem Mond befindet. Doch die magische Karte wird mit ihrer letzten Eintragung auch dieses Geheimnis lüften. Die Frage ist dann bloß, wie kommen wir auf den Mond? Oh, und ich glaube, das war ein Bug, dass der Mond da schon die ganze Zeit zu sehen war. Na egal. Jetzt sehen wir auch die Basis der Crucionen, wo sich das diamantene Sternjuwel befindet. Alter, wie haben wir das geschafft? Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Oh, soll das etwa heißen? Das letzte Sternjuwel ist... Ich fass es nicht. Ja, es ist wirklich auf dem Mond. Nur einer kann uns jetzt noch helfen. Mit seinem unendlichen Wissen, Professor Gumbart. Wenn der Eintrag auf der Karte stimmt, befindet sich das letzte Sternjuwel auf dem Mond. Also doch, und die Prinzessin ist auch auf dem Mond. Denkt ihr, das ist ein Zufall? Das Problem ist nur, wie kommt man zum Mond? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Aber... ich kann versuchen herauszubekommen, wie man zum Mond gelangt. Es kann allerdings etwas dauern. Kommt bitte später wieder. Wow. Auch der Professor stößt damit auf seine Grenzen. Und SpaceX gibt's ebenfalls noch nicht. Ja, schwierig. Dann... vertreiben wir uns die Zeit, oder? Ich würde sagen, wir machen noch den einen oder anderen Auftrag, damit wir, was Sidequests angeht, aktuell sind. Ja, sind ja auch nicht mehr viele. Koch, Zutaten gesucht. Ich brauche dringend einige Zutaten für meine Gerichte. Und zwar die folgenden drei. Goldblatt, Bubu-Ei und Mango. Du findest mich im Glimmerliner. Ah, okay. Goldglatt haben wir schon. Das gibt es bei der Spukabtei. Ich habe es euch gezeigt. Oh, und die Mango haben wir auch. Die kommt ja auf der Insel vor, nachdem man die Mainquest dort abgeschlossen hat. Das Bubu-Ei muss ich allerdings holen. Ich glaube, das kriegt man von Bubuma, wenn man mit ihr spricht und so ein paar Fragen beantwortet. Ebenfalls nach der Main-Story im zweiten Kapitel. Und ich suche die ganze Zeit den Mail-Receiver. Wir haben eine neue Mail bekommen von... Hä, warum sind denn die anderen hier als nicht gelesen markiert? Die haben wir doch gelesen. Starty! Hi, Guy! Hey, Schnauzbart, echt cool, dass du meinen Doppelgänger entlarvt hast. Danke, gute Arbeit. Es gibt häufig Faker, die meinen Account missbrauchen und so tun, als wären sie ich. Ja, kenne ich irgendwoher. Naja, Stars wie ich sind an so einen Ärger schon gewöhnt. Aber das kannst du dir sicher denken. Echt easy, dass ein Normalo wie du sich in Gefahr begibt, um meinen Doppelgänger zu schnappen. Normalo? Hallo, Mario ist auch ein Held und Fame. Mein nächster Film wird Toadsfinger 2 sein. Bin gerade auf dem Weg nach Toadtown für die Außenaufnahmen. Stars haben es halt echt nicht so leicht, Kumpel. Warte, ich muss kurz Shampoos trinken. Oh, Moment, es klopft an der Tür. Oh, Hummer, Mittagessen? Ja, in einer Stunde, ne? Sorry, du bist wohl so eine Art Abenteurer, also merk dir, das Leben ist ein Kampf, also tu dein Bestes, um zu gewinnen. Viel Erfolg, Starty, das Original, Superstar. Komplett abgehoben. Oh man. Naja, wenn er meint. Auf zu Bubuma! Wir haben ja glücklicherweise die Abkürzungen, sodass das nicht ganz so ekelig wird. Ich habe für 50 Münzen auch nochmals den Zauber erneuert, weil ich die Hoffnung nicht aufgeben möchte, dass wir irgendwann dann doch noch die Sternepunkte verdoppelt bekommen. Auch wenn ich mir das, glaube ich, abschminken kann, aber... ja, ich möchte die Minimalchance einfach wahren, okay?
So, und jetzt entscheide ich mich hoffentlich für die richtige Röhre. Aber wie ich mich kenne, wird es die falsche sein. Stimmt's? Mann, warum? Warum haben sie denn immer Kapitel 1, 2, 3, nee, 5, 6 gemacht? Na gut, wenn man von rechts kommt. Wobei, man könnte ja auch von links kommen. Also das macht alles viel keinen Sinn. Ich denke halt in meinem Kopf immer, ja, links, so, das ist 1 und dann rechts ist Kapitel 2. Wegen links und rechts. Lesen tut man ja auch von links nach rechts. Ach, keine Ahnung. Das hat sich einfach so in mir eingebrannt. Aber es ist falsch in diesem Spiel. Ist genau andersrum. Nun denn. Bubulio, du hast immerzu nur Flausen im Kopf. Ja, kann ich jetzt auch nicht so für. Hä? Wie krieg ich jetzt das Bubu-Ei? Schon wieder eine Moralpredigt. Wie lange es wohl diesmal dauert? DTF? Kommt man das doch nicht von ihr? Was du's? Ja, ständig meckert Bubu-Ei in mir rum. Langsam hab ich das satt. Mario, wollen wir nicht irgendwas Nettes zusammen machen? Ja. Oh, super. Also dann, wie wär's mit Rätseln? Ich errate jedes Rätsel, das du mir aufgibst. Gib Bubu-Ei ein Rätsel auf, das sie leicht lösen kann. Heißt das, sie ist dumm? Aber äfft gut? Wahrscheinlich. Was quietscht Luigis beste Freundin? Hä? Was laberst du für einen Scheiß? Das check ich nicht. Das macht keinen Spaß. Komm schon. Gut, dann machen wir es halt nochmal. Wer ist Luigis beste Freundin? Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Hä? Der hat doch gar keine Freunde. Was soll das, Mann? Ach, darum geht's. Jetzt hab ich's verstanden. Wer ist Marios beste Freundin? Prinzessin Peach, das muss man stellen. Was ein Blödsinn. Ah, wusste ich doch, ich kann hier das Rätsel lösen. Ach, das hat Spaß gemacht. Hier, nimm das als Dankeschön. Na, wenigstens haben wir das scheiß Bubu-Ei jetzt. Ich esse mal kurz den Pilz und dann gönne ich mir das. Aber diese Fragerunde hat mich gerade echt überfordert. Vor allem, was für beste Freundin? Mario steht auf die, Mann. Oder ist das hier die Confirmation für die Friendzone? Auftraggeber ist natürlich der Chefkoch des Glimmerliners. Dazu einfach nochmal in den Zug steigen. Lohnt sich auch, kann man sich nämlich kostenlos heilen im Bett. Und mit ihm sprechen. Oh, hallo. Du hast also meinen Auftrag übernommen? Blub, blub. Ich benötige dringend die folgenden drei Zutaten. Goldblatt, Bubu-Ei, Mango. Mit diesen Zutaten möchte ich einem Pilzmenü eine exotische Note geben und einen weiteren Michelin-Stern verdienen. Blub, blub. Hast du mir die Sachen schon besorgt? Ja! Oh, wunderschön, danke. Nice, fühl ich. Makelloses Bubu-Ei, vollkommen oval. Dieser Duft reifer Früchte. Eine erstklassige Mango hast du mir dargebracht. Zusammen mit dem goldenen Blatt ergibt das was ganz Exquisites. Als Koch aus Leidenschaft lässt jede einzelne von ihnen mein Herz höher schlagen. Blub, blub, vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. 40 Münzen, dankeschön. Blöderweise muss ich halt jetzt nochmal nach Bad Limmerich fahren und dann mit der Röhre zurückreisen, aber naja. Für euch wird das gecuttet. Wir sehen uns gleich wieder bei der Jobagentur und ich habe keine Ahnung, warum auch die Tür nicht aufmacht. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch gleich in diesen unnötigen Kampf stoßen. Obwohl ich das gar nicht wollte. Denn hier unten gibt es noch ein Secret. Erinnert ihr euch an das eine
Secret, wo ich gesagt hatte, yo, wir können hier zwar schon mit Alruna die Wand wegblättern, aber das bringt uns noch nichts. Jetzt, wo wir zwei weitere Fähigkeiten haben, kommen wir da weiter. Und deshalb schauen wir uns das gleich mal an, nachdem dieser Dulli hier besiegt wurde. Einmal braucht man nämlich den Fluch aus der Höhle. Und den Ultra Jump aus dem 6. Kapitel. Das ist eigentlich ziemlich fies, weil du denkst, sobald du das Papierschiffchen hast, alles cool, alles easy. Aber man wird feststellen, dass dem leider nicht so ist. Und ich merke auch gerade, man muss ewig fahren, um dieses Sequel zu erreichen. Also ja, eine wahre Triggerstelle, dafür aber auch echt gut versteckt. Und es wird gut belohnt mit 3 Shine Sprites und jeder Menge dieser Dullis. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich die jetzt loswerden soll, denn die Kämpfe gegen die sind ja absolut langweilig. Das kann ich euch nicht antun. Was machen wir denn da jetzt? Oh Gott. Vor allem die beiden Shine Sprites rechts und links, die kann ich ja theoretisch noch irgendwie bekommen, aber bei der in der Mitte braucht man den Ultra Jump. Ich müsste die jetzt schon ganz schön weit weglocken, damit das klappt. Ja! Komm, weg, weg, weg! Yes, 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 ich muss nicht cutten. Haha, ich bin so eine faule Sau, ich will nicht cutten. Nein, 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 nein. Obwohl ich in dem Part Milliarden mal cutten muss wegen den Sidequests, aber ganz egal. Ja. Da oben haben wir noch einen Spezialgegner, wie man sieht. Bei dem es, glaube ich, nicht möglich ist, einen Erstangriff zu landen. Doch! Mit großer Anstrengung schon. Und zwar ist das die Mutter aller Sprites. Gumbrina, was weißt du über den Gigasproing? Das ist ein Gigasproing. Diese seltsamen Kreaturen bestehen aus mehreren diskusartigen Scheiben. Maximal KP 12, Angriffskraft 7, Verteidigung 2. Sie sehen zwar nicht so aus, sind aber tatsächlich eher starke Gegner. Sie haben keine besonderen Angriffe. Erledige sie ganz einfach mit dem Hammer. Ja, das größte Problem ist, die sind so unglaublich schnell. Ich glaube, ich lasse ihn auch mal angreifen. Die sind so unglaublich schnell, dass Kontern so ziemlich unmöglich ist und auch Abwehr sehr schwer. Oh, Nebel. Das könnte mir natürlich helfen. Tatsächlich, er trifft mich nicht. Ist halt die Frage, ob ich jetzt treffe. Wir probieren es mal. Bartom! Attacke! Selbst wenn es nicht trifft, durch Bartom verschwindet der Nebel. Und dann hätte Mario das viel finishen können. Aber Bartom ist auf hoher See Nebel gewohnt. Und regelt das! Mario, next level up! Und wir erhöhen die BP auf 30! Yeah! So können wir in Zukunft noch mehr flexen. Und das wird's auch brauchen. Wahrscheinlich noch... Nein! Nein! Das war so klar, dass das noch passieren wird. Und zum dritten Mal in einer Folge stauche ich mir den Fuß. Ah, wobei flüchten möchte ich halt auch nicht. Ah, warte, warte, wir haben ja den Herdentrieb noch gar nicht gesehen. Stimmt. Dann wird's mal Zeit für Yoshis neue Attacke, die sehr, sehr stark ist. L und R abwechselnd drücken. Dann kommen Yoshis Familienmitglieder. Und ihr seht schon, das ist eine Großfamilie. Die wahre Großfamilie, die Berlin beherrscht, ja. Und die regelt das. Aber nicht gegen alle. Das darf nicht wahr sein. Bin ich jetzt wirklich in den ganzen Sumpf geraten und muss mich jetzt gegen alle durchkämpfen? Holy shit, Mann! Und das nur, weil diese Plattform so ekelhaft weggezogen ist und der Yoshi so ultra langsam flattert. Komm schon, irgendwie kannst du dich da doch rauswinden, oder, Mario? Yes. Yes, yes, yes! Was denn hier, diese Scheißtreppe? Ich komme mit der nicht klar.
Oh Mann! Das habe ich mir so wirklich nicht vorgestellt, ey. Ultimativer Fail. Aber hey, der Typ hatte einen Glück gehabt Orden dabei. Vielleicht bekommen wir den. Was? Diesmal sogar zwei? Und warum mache ich eigentlich immer Herdentrieb? Erdbeben reicht doch vollkommen aus. Übelst die BP-Verschwendung. Naja, hab ja noch ein paar Hotelgutscheine, dann werden die halt auch mal genutzt. Aber das ist ein absolutes Trauerspiel hier gerade gewesen. Der Kampf war gut, aber sonst... Also der Kampf gegen den Gigasproing. Naja, noch ein paar Münzchen verdient, ne? Was soll's? Den einen oder anderen Sternpunkt. Der ganze Ärger... Das ist mir noch nie passiert. Das alles in... Ja, aber warum setze ich denn auch nicht einfach Kupio ein, frage ich mich gerade. Bin ich so dumm oder tue ich nur so? Tief durchatmen. Was ein Horror. Das habe ich mir so wirklich nicht vorgestellt. Aber was willst du machen? Ist passiert. Haben wir wenigstens mal eine Ultra-Fail-Situation in diesem LP gehabt. Und jetzt wird Barbara aufgestuft. Auch ihre neue Attacke werde ich natürlich bei Zeit mal vorstellen. Jetzt wollen wir aber wirklich keine Zeit mehr verlieren. Professor Kumbart, wissen Sie mehr inzwischen? Oh, ihr kommt genau richtig. Ich habe etwas gefunden. Es gibt eine Möglichkeit, auf den Mond zu gelangen. Geht nach Groß Frostheim. Dort gibt es eine große Kanone, die ihr benutzen könnt. Mit einer großen Kanone sollen wir zum Mond fliegen? Genau, das kann ich euch auch nicht sagen. Es gibt Aufzeichnungen von einem Forscher, der Groß Frostheim besucht hat. Sie besagen, dass mit dieser Kanone jeder jeden beliebigen Ort erreichen kann. Also auch den Mond. Und wo befindet sich dieses Groß Frostheim? In den Katakomben soll es eine Röhre nach Groß Frostheim geben. Aber diese Röhre ist offensichtlich sehr gut versteckt. Nach meinen Informationen braucht man den Ultrahammer, um dorthin zu kommen. Den Ultrahammer? Den haben wir gerade gefunden. Ah ja? Ja, worauf wartet ihr denn noch? Benutzt den Hammer und findet einen Weg nach Groß Frostheim. Also dann, gehen wir, Mario, auf nach Groß Frostheim. Ach, eins noch. Die Bob-Oms, die in Groß Frostheim leben, sind etwas mürrisch. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie euch nicht gestatten, die Kanone zu benutzen. Gebt also euer Bestes. Findet das letzte Sternjügel und viel Glück. Die Bob-Oms sind etwas mürrisch? Naja, solange sie nicht hochgehen, ist alles gut. Ich verbinde die ganze Chose jetzt noch mit einem kurzen Auftrag, der aber auch nur so kurz ist, weil ich... bereits weiß, was auf mich zukommt. Das ist einer der beschissensten Aufträge aller Zeiten. Gebt euch das mal. Ich habe den Zahlencode für meine Aktentasche vergessen. Wenn er mir nicht wieder einfällt, werde ich gefeuert. Ich warte vor dem Hotdog-Stand in Falkenheim. Bitte hilf mir. Das klingt erstmal ganz okay. Aber... Auftraggeber ist dieses Hamsterchen oder whatever das sein soll aus dem 6. Kapitel. Was soll ich nur tun? Oh, du bist doch... Du hast meinen Auftrag angenommen. Also, ich habe den Zahlencode für meine Aktentasche vergessen. Darin ist ein sehr wertvolles neues Produkt meiner Firma. Wenn ich den Code nicht herausfinde, werde ich gefeuert. Du sollst auch gefeuert werden. Erst verlierst du den Koffer. Jetzt vergisst du den Code. Furchtbar. Wegen dem Zahlencode. Du musst wissen, ich liebe Stühle.
Und für den Code habe ich die Anzahl der Stühle in den Häusern benutzt, die ich auf meinen Dienstreisen besucht habe. Ich bitte dich daher, an den betreffenden Orten die Anzahl der Stühle zu prüfen. Der Zahlencode besteht aus 4 Ziffern. Ich werde dir nun sagen, wo du die Stühle zählen musst. Ist doch einfach, oder? Für die erste Ziffer zähle die Stühle in Kupios Haus in Blütenweiler. Für die zweite Ziffer zähle die Stühle im Haus von Alrona im Wunderwald. Für die dritte Ziffer zähle die Stühle in Alpelmons Büro in Rohlingen. Für die vierte Ziffer zähle die Stühle im Haus von Brilliant Tea in Bad Glimmerich. Ach ja, bei Brilliant Tea habe ich auch die Gartenstühle mitgezählt. Das wäre alles. Entschuldige, dass ich dir solche Mühe bereite. Was habt ihr eigentlich geraucht? Wie kommt man auf so eine Drecksquest? Digga, war ich tiltet beim ersten Mal spielen. Aber glücklicherweise gibt es Google. Und ich kenne den Code. Hast du den Zahlencode meiner Aktentasche gegoogelt? Mhm. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, dann hau mal raus. Also. 2. Mhm, okay. 6. Und wehe, das ist falsch. Mhm, okay. Nochmal eine 2. Mhm. Und 5. Oh, sie geht auf. Vielen Dank. Ich werde nicht gefeuert. Vielleicht werde ich sogar befördert. Warte einen Moment. Ich hätte eine Bitte. Was denn? Zu schade. Aus dem neuen Produkt unserer Firma, der Feuersoße und diesen Hotdogs, hätte man Feuerwürstchen machen können. Das war bestimmt der Renner. Was? Ich soll nicht so schnell aufgeben? Vielleicht hast du recht. Genau, ich gebe nicht auf. Ich werde ihn überreden. Also gut, ich werde so lange hier bleiben, bis er einwilligt. Und vielen Dank nochmals. Hier ist deine Belohnung. Die Feuersoße erhalten. Beliebtes Gewürz, das Aroma kann süchtig machen. Dies ist das allerneueste Produkt unserer Firma, die Feuersoße. Ich habe jede Menge davon. Komm vorbei, wenn du magst. Also bis dann. Lässt sich doch bestimmt mit dem Hotdog kombinieren. Also er sagt zwar nein, aber wenn man jetzt einen Hotdog und eine Feuersoße zu Rackle-T bringt, bin ich sicher, man bekommt ein neues Item. Checken wir das mal ab. Na, wie sieht's aus? Kannst du mir daraus was Leckeres basteln? Also es müsste gehen, sonst hätte er das ja nicht erwähnt. Eigentlich klauen wir jetzt gerade eine neue Business-Idee. Ja, aber come on, der Hotdog-Besitzer ist doch völlig lost. Warum sagt er nein? Was? Was? Ich habe aber die richtigen Items ausgewählt, oder? Oder war ich jetzt dumm? Es geht nicht! Alles klar. Naja, da es sich jetzt eh nicht mehr lohnt, mit dem Kapitel anzufangen und ich lieber so das Spotlight komplett auf das Kapitel legen würde, statt jetzt hier 10% reinzudrücken, kommt das im nächsten Part mit Volker Racho. Der nächste Part wird auch Cancer, das weiß ich jetzt schon. Wir machen lieber noch den letzten Auftrag, der noch verfügbar ist. Ich habe Totzkova ein Buch ausgeliehen, das ich nun gerne zurück hätte. Du findest mich in Bad Glimmerich. Ein Auftrag von Brilliant Tea. Komm, sie kann mich nicht enttäuschen. Aber uff. Warum gibt es jetzt gegen Ende so viel Rumgerenne? Ich meine, Bad Glimmerich und Falkenheim kann nicht weiter voneinander entfernt sein. Oh, mein kühner Held, du hast meinen Auftrag übernommen. Ich hatte Totzkova ein Buch geliehen, das ich gerne noch einmal lesen möchte. Aber sie wohnt in Falkenheim, das ist ziemlich weit weg, oder? Ja!
Deshalb möchte ich dich bitten, zu ihr zu gehen und mir das Buch zurückzuholen. Bitte. Dotskova, moin moin. Was willst du von mir? Geht's auch freundlicher? Was, das Buch, das mir Brilliant dir geliehen hat? Ach das, alles klar. Ich werde es ihr demnächst vorbeibringen. Hä? Ich muss es sofort zurückgeben, aber dieses Buch... Oh, na gut, warte einen Moment. Aber was ist das für eins? 50 Shades of Grey? Ich hatte es mir ausgeliehen, um die Geschäfte der Arena besser führen zu können. Ich hätte es gut noch länger gebrauchen können, aber was soll's. Catcher-Buch. Ein Buch von Totskova für Brilliant Tea. Eilige Lieferung. Okay, Business Stuff. Yoshis müssen draußen bleiben, oder was? Hast du das Buch von Totskova geholt? Ja. Das ist das Buch, das ich meinte. Danke, mein kühner Kavalier. Nimm diese Kleinigkeit zum Dank. Eine Platinkarte für die Spielhalle. Neues Spiel Hürdenskipper freigeschaltet. Das ist jetzt aber die letzte Karte, oder? In der High Society ist dieses Buch zurzeit der Renner. Es gilt als total schick, dieses Buch lässig in einer Hand haltend im Café zu sitzen. Ja, perfekte Instagram-Location. Gibt bestimmt viele Likes. Ich freue mich übrigens auch über viele Likes, nicht nur auf Instagram, sondern auch noch hier auf YouTube. Und das war jetzt wirklich, das war, ey, was eine Überleitung, Mann. Wenn ihr euch auf das 7. Kapitel freut, dann bleibt dran, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.